Frieden des Herrn zu allen. Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich, dass jeder Christ dieses Video kopiert und bei sich auf seinem Profil hochlädt und das Video überall verbreitet. Und es ist kein Problem, es ist nicht kopiergeschützt, es wird sich niemand beschweren. Das ist ein sehr wichtiges Video und ich möchte, dass es ihr überall hochladet. Moslems kommen immer zu uns und fragen uns Fragen und sagen, wo in der Bibel hat Jesus gesagt, dass er Gott ist? Und wir Christen fangen dann an, den Moslems Bibelverse zu zeigen. Und es gibt viele, die das sagen. Aber Moslems, die wiederholen ihre Fragen. Weil das sind Leute, die da sind, um Fragen zu stellen. Die Antwort interessiert sie gar nicht. Sie stellen einfach nur Fragen. Ich habe mir gedacht, lass mich den Moslems in einer ganz neuen Art und Weise zeigen und ihnen beweisen, dass Jesus gesagt hat, dass er Gott ist. Von ihrem Buch. Der Gott des Islams hat 99 Namen. Jeder dieser Namen ist gleichwertig zu dem anderen. Was bedeutet, dass Allah gleichwertig ist zu all diesen Namen ist? Also, und wenn Jesus behauptet hat, dass er einer dieser Namen ist, bedeutet das, dass er gesagt hat, Moslems, ich bin euer Gott. Also habe ich mir gedacht, ich mache mal dieses Video und zeige Ihnen, wo Jesus sagt, ich bin Gott, und bei dem er den Namen des islamischen Gottes benutzt. Und wie können Moslems das jetzt noch leugnen? Einer der Namen des Gottes des Islams ist Al-Haq, so wie ihr es hier im Bild sehen könnt. Und Al-Haq bedeutet die Wahrheit, so wie es da dort geschrieben steht. Hat Jesus gesagt, ich bin die Wahrheit? Ja, hat er. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben und er ist der Weg. Und niemand kommt zum Königreich Gottes, außer durch Jesus. Aber das Allerwichtigste jetzt ist, dass er gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Können die Moslems es leugnen, dass ihr Gottesname, der Name des Gottes des Islams, die Wahrheit ist? Das ist der Name eures Gottes. So wie ihr die beiden Wörter, Buchstaben L seht, bedeutet der oder die oder das. Also, und Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, so wie es dort steht. Also sagt er, ich bin Al-Haq. Und die Moslems werden wieder sagen, und wo hat Gott, Jesus gesagt, ich bin Gott? Und Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und die Wahrheit ist ein Name eures Gottes. Und ich fordere jeden Moslem heraus, zu sagen, dass das eine Lüge ist. Und ein weiterer Name des Gottes des Islam ist Al-Ba'is. Die Auferstehung. Hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung? Ja, hat er. Er ist die Auferstehung und das Leben. Nicht nur die Auferstehung, er ist sogar das Leben selbst. Also, wenn der Name des Gottes Islams Al-Ba'ath ist, was heißt die Auferstehung? Und Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung. Wirst du mich dann wieder fragen, wo Jesus gesagt hat, ich bin Gott? Er hat gerade selbst gesagt, einen der Namen eures Gottes. Ich bin Al-Ba'is. Und ich fordere jeden Moslem heraus, zu sagen, dass das eine Lüge ist. Hier sehen wir einfach, das ist zu beweisen. Und Moslems müssen schweigen. Sie können es nicht leugnen. Denn wenn sie einen der 99 Namen ihres Gottes leugnen sie ihren ganzen Gott. Also, Jesus hat gesagt, ich bin Al-Ba'is. In Johannes 11, 25, 26. Ich bin die Auferstehung. Und noch eins.
Der Gott des Islams hat sogar noch zwei weitere Namen: Al-Awwal und Al-Akhir. Der erste und der letzte hat Jesus gesagt. Wenn ihr zu Jesaja 41,4 geht, hat er gesagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und hat Jesus gesagt, ich bin der Erste und der Letzte? Wir gehen zur Offenbarung 22, 13, Vers 13 und 16. Ich bin das Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Und er hat gerade gesagt, er benutzt zwei der Namen eures Gottes. Er hieß Al-Awwal und Al-Akhir. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Das ist direkt vor euren Augen. Würdet ihr mich jetzt wieder fragen, wo Jesus gesagt hat, dass er Gott ist? Also, lass uns weitermachen. Ein weiterer Name des Gottes des Islams ist König der Könige. Sagt die Bibel, dass Jesus der König der Könige ist? Ja, tut sie. Er ist der König der Könige. Der Herr der Herren und der König der Könige. Offenbarung 17, Vers 14. Und ein weiterer Name des Gottes des Islam ist der Führer. Hat Jesus gesagt, ich bin der Führer? Ja, hat er. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Jemand, der durch mich hindurchgeht, wird gerettet sein. Was bedeutet, dass er der Führer ist? Er sagt, er ist ein Führer. Er ist Al-Hadi. Und die Moslems werden wieder fragen, wo hat Jesus gesagt, dass er Gott ist? Und ein weiterer Name des Gottes des Islams ist Al-Nur. Was bedeutet das Licht? Hat Jesus gesagt, ich bin das Licht? Ja, hat er. Jesus hat gesagt in John 8,12, ich bin das Licht. Derjenige, der mir folgt, wird nicht in Dunkelheit laufen, aber das Licht des Lebens haben. Jesus hat gerade gesagt, ich bin Al-Nur. Was bedeutet, dass er euer Gott ist, Muslims? Ihr könnt das nicht leugnen. Werdet ihr mich jetzt wieder fragen, wo Jesus gesagt hat, ich bin Gott?